denke ich an Deutschland in der Nacht, werde ich oft um den Schlaf gebracht, meine Damen und Herren. Denn das, was derzeit hier passiert, das ist schon ein bisschen irre. Denn wir steuern direkt auf eine massive Energiekrise zu, die wahrscheinlich dann eine Versorgungskrise nach sich ziehen wird. Aber was hier von maßgeblicher Stelle, von verantwortlichen Leuten postuliert, gefordert und politisch durchgesetzt werden will, das ist so hanebüchen, so abseits der Realität, dass die Dinge wirklich komplett aus dem Ruder laufen. Ich will in diesem Video einfach mal so ein paar Relationen zeigen und zeigen, was wir wirklich tun könnten, um den Klimawandel nicht zu stoppen, aber zumindest abzumildern. Und ich will dann später auch noch über die Märkte sprechen, aber starten wir zunächst mal mit dem Thema Energiekrise, Klimawandel. Wir haben heute Aussagen von Marcello Fracerino, meinem zweitbesten Freund, der ja unbedingt Bundesbankchef werden will. Dann in die EZB und dann eine ganz große Nummer in der Geldpolitik werden will. Und der fordert hier eine sogenannte grüne Inflation. Er sagt nämlich ja, wir müssten eigentlich die Preise für fossile Energieträger deutlich steigern. Denn man müsse doch auch und gerade hier an die zukünftigen Generationen denken, an die aktuelle Generation, die vor allem nicht so viel Geld haben, denkt er dabei eher weniger, wenn er nämlich fordert, dass hier die Preise für die fossilen Brennstoffe deutlich steigen müssten. Er sagt, wenn man nämlich die Belastung von Umwelt und Klima und andere implizite Kosten hier berücksichtigen will, dann müsste der Preis für einige Dinge unseres täglichen Bedarfs heute deutlich höher sein. Inflation müsste also deutlich höher liegen. Eine lange Fahrt mit dem Auto in dem Urlaub müsste ein Vielfaches des heutigen Preises kosten, denn der ökologische Fußabdruck ist sehr viel größer als der Preis für Benzin und die anderen Kosten einer Reise. Also der Marcello sagt, auf Deutsch gesagt, müsse alles teurer werden, ist noch viel zu billig. Ich bin dafür, dass wir das Zeug so teuer machen, dass es sich keiner mehr leisten kann und dann alle glückselig auf die alternativen Energien umsatteln. Allerdings haben die das Problem, dass die nicht so richtig funktionieren, weil sie nicht speicherbar sind, wenn wir zu wenig Sonne haben, wenn wir zu wenig Wind haben. Da können wir so viel Windkraftanlagen und so viel Solaranlagen haben, wie wir wollen. Dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir eben offenkundig Atomstrom und Kohlestrom aus anderen Ländern einführen, aber das tangiert den Marcello nicht. Jetzt gucken wir uns mal die Dimensionen an des CO2-Ausstoßes, und zwar ein Vergleich zwischen 1970 und in dem Jahr 2019 weltweit. Hier geht es um Milliarden CO2-Tonnen. Hier sehen wir im Jahr 1970, auf der linken Seite waren die USA ganz klar vorne. Dann kam Russland, Deutschland mit 1,08. Jetzt gucken wir mal ins Jahr 2019, also ins abgeschlossene Jahr 2019. Dann ist China bei 11,54 Milliarden Tonnen. Dann kommen die USA mit 5,11. Dann kommt Indien mit 2,60. Dann kommt Russland mit 1,79. Dann Japan 1,15. Und dann kommt Deutschland mit 0,70. Wir haben also im Vergleich zu 1970 schon ziemlich deutlich abgebaut von 1,08 Milliarden Tonnen auf 0,70 Milliarden Tonnen. Also das sind gut 30%, die wir hier schon mal weniger haben. Andere Länder, vor allem diese in Rot und Blau, die haben deutlich zugelegt. Wir sehen also, dass in etwa hier China ja das 16-fache dessen verbraucht, was wir verbrauchen oder was wir emittieren. Natürlich sind die ein paar mehr und pro Kopf emittieren wir nach wie vor mehr CO2 als die Chinesen. Aber was hilft, es kommt ja auf die Gesamtbilanz an. Also hier einfach mal die Relation, die hier der Fall ist. Und jetzt gucken wir mal, was derzeit der Fall ist. Es gibt einige chinesische Firmen, die verschmutzen die Umwelt mehr oder stoßen mehr CO2 aus ganze Länder. Das sollten wir uns mal auch zu Gemüte führen. Und jetzt hat Chinas Regierung kürzlich die Kohleproduzenten, die Kohleschürfer angewiesen, alles zu tun, so viel Kohle abzubauen, so viel Kohle zu verfeuern, dass es etwa 12 Millionen Tonnen pro Tag in den letzten 3 Monaten erreicht, denn man fürchtet sonst ohne Energie dazustehen und die Chinesen haben ja teilweise schon ihren Strom rationiert etc. Das entspricht in etwa 100 Millionen Tonnen bis zum Jahresende, also jetzt Stand Mitte bis Ende Oktober, und das ist in etwa das, was der größte Rohstoffproduzent und Rohstoffhändler der Welt, Glencore mit Sitz in der Schweiz, in etwa in einem Jahr produziert. Also lass uns nochmal die Relation klar machen. China verbraucht das 16-fache und fährt jetzt massiv nach oben die Kohleproduktion. Und all das wird bedeuten, dass ob Deutschland irgendwie eine Klimaregierung hat oder keine Klimaregierung hat,
oder keine Ahnung was, es wird keinen Unterschied machen, sondern das, was wirklich relevant ist, das passiert in Asien, das passiert in Indien, das passiert in den USA und das passiert vor allem in China. Was also sollten wir tun? Sollten wir das alles so teuer machen, damit die Leute verarmen, damit dann unsere Industrie auch kaputt geht? Das ist das, was Marcel Fratscher vorschlägt. Finde ich einen sehr, sehr intelligenten Vorschlag. Oder sollten wir Milliarden investieren, damit wir Technologien entwickeln, wir Deutschen, wir Ingenieure? Also jetzt nicht ich, da bin ich mäßig begabt, aber eben viele andere sind es, dass wir versuchen, Technologien zu entwickeln, die wir dann an die Chinesen verkaufen, damit die eben weniger CO2 emittieren mit einer viel besseren Technologie. Das ist doch der Weg, das müsste der Weg sein, der gegangen wird. Stattdessen haben wir eine Verbotskultur, eine Abstrafkultur, wir machen alles teurer und das trifft natürlich wen? Es trifft die Minderprivilegierten, es trifft die, die eh wenig Geld haben. Die merken das, wenn der Sprit teurer wird. Wer mehr als 100.000 Euro im Jahr verdient, der zuckt dann mit den Achseln, dann kostet es halt das Doppelte, wenn ich mal irgendwie irgendwo hinfahre. Interessiert mich nicht, aber viele Millionen interessiert es. Wie gesagt, 2 Millionen Deutsche waren 2019 nicht in der Lage, ihre Wohnung zu beheizen, weil sie zu wenig Geld hatten. All das sollte man mal ein bisschen mit eingedenken. Jetzt gucken wir uns zum Beispiel mal die Strompreise weltweit an. Also Marcel Fratscher sagt, müsste noch deutlich teurer werden. Deutschland ist aber schon Nummer 1 der Welt, was die Strompreise für die Haushalte betrifft, auch die Preise für die Industrie. Die sind zwar günstiger durchschnittlich, natürlich pro Einheit, weil da natürlich Großabnehmer der Fall sind, aber sie sind weltweit immer noch mit am höchsten, auch für die Industrie. Und das ist natürlich ein Riesenstandortnachteil, den wir haben, weil andere eben deutlich günstiger produzieren können. Ein Riesenthema für die gesamte Industrie. Und wir steuern, wie gesagt, auf eine Energiekrise zu. Wir wissen, dass die Ölpreise jetzt auf dem höchsten Stand seit mehreren Jahren liegen. Amerikanisches WTI heute über $85. Und so wie es aussieht, wird La Niña dafür sorgen, dass wir einen sehr kalten Winter bekommen. Wenn wir uns hier mal die aktuellen Situationen anschauen, wie etwa die Meere, die Meeresoberfläche, welche Temperaturen da herrschen, da sehen wir hier, dunkelblau ist 2021 und dieses hellblaue ist sozusagen der Jahrzehnte, jahrhundertelange Durchschnitt, sind wir ziemlich weit ganz unten. Das heißt, wir haben die Wahrscheinlichkeit eines sehr kalten Winters, ist sehr, sehr hoch, hier auch die Eastern Equatorial Pacific, also der ostäquatorische Pazifik, könnte man sagen. Das gilt aber auch für den zentralöstlichen Pazifik. Das gilt praktisch für alle Bereiche, die derzeit gemessen werden. Das deutet darauf hin, dass wir einen kalten Winter bekommen. Wir haben heute wieder steigende Gaspreise gesehen, nach einem Rücksetzer. Wir sehen jetzt steigende Ölpreise. Wir sehen nach wie vor leere Gaslager. Wir sagen aber, na, Nord Stream 2, das wollen wir nicht genehmigen, es sei denn, dass uns wirklich der Hintern einfriert. Das wäre dann wahrscheinlich angesagt, wenn es denn so weit kommt. Jetzt haben hier zum Beispiel EU-Leader wie Frau Merkel und der tschechische Babic haben nochmal gesagt, also wir warnen, wir haben ein Riesenthema mit Magnesium, denn da wird Aluminium hergestellt, werden andere Sachen hergestellt, die in so vielen Produkten sind, die total wichtig sind. Und jetzt Einkäufer aus der Industrie, Magnesium-Buyers, sagen, das könnte Millionen von Jobs kosten. Und ja, es ist bereits der Fall, dass die Produktion runtergefahren wird. Dadurch fehlt Aluminium für Autos, fehlt in so vielen Produkten, ist praktisch eine sine qua non, eine Voraussetzung, die unbedingt erfüllt werden muss, damit man Endprodukte wie etwa Autos überhaupt fertigen kann. Aber Herr Fratscher möchte und andere möchten das auch, möchten, dass alles schön teuer wird. Und das ist aber nicht unser Problem derzeit. Unser Problem ist, dass wir in eine Versorgungskrise reinlaufen. Und das wollen wir uns bei den Briten mal anschauen. Gucken Sie mal her. Das ist der Stand etwa in britischen Supermärkten wie Tesco. Tesco ist eigentlich ein eher guter Supermarkt, ist jetzt nicht das allerbilligste. Und da werden so Attrappen aufgehängt, Warenattrappen, weil die Regale eben leer sind. Bei uns gibt es das auch schon, aber es sind die untersten Regale, dadurch fällt das nicht so auf. Man versucht das also so ein bisschen zu kaschieren. Und hier ist der Mangel so offenkundig, dass hier schon so ganze Attrappen aufgehängt werden in UK. Da natürlich nochmal eine Situation, die verschärfter ist durch den Brexit, aber im Grundsatz gilt das für uns auch. Das könnte da sein, dass Sie bald feststellen werden, dass die Regale immer leerer werden. Es sollte Sie zumindest nicht überraschen. Gucken wir uns jetzt auch mal die Inflationserwartungen an. Hier die sogenannten 5-Year-5-Year-Swaps
mit 2% höchster Stand seit 2014 in der Eurozone, und in den USA haben die Break-Even-Rates, die 10-Year-Break-Even-Rates, also die Inflationserwartungen auf einen etwas längeren Zeitraum, höchsten Stand seit 2011 erreicht. Und wir haben glorreiche Wirtschaftsdaten heute bekommen vom IFO-Index, vierte Mal in Folge jetzt gefallen, nicht dramatisch gefallen, aber der Subtext, all das, was IFO gesagt hat, war schon ziemlich dramatisch. Da sagt man nämlich, Preiserhöhungen stehen in der deutschen Wirtschaft auf der Agenda. Jedes zweite Industrieunternehmen will Preise anheben, jedes zweite. Und Lieferprobleme sind im Handel angekommen. Nicht jedes Weihnachtsgeschenk wird lieferbar sein. Was? Darauf haben wir uns doch immer verlassen können. Und jetzt, bitte, hier Kapazitätsauslastung im Automobilsektor ist jetzt auf 78,2% gesunken. Ja, vieles steht still und es wird noch weitergehen, wenn solche extrem wichtigen Rohstoffe wie Aluminium nicht geliefert werden können, dann ist es vorbei mit der Autoproduktion und mit so vielen Produktionen anderer Sektoren. Und das wird bedeuten Kurzarbeit, wird bedeuten Entlassungen. Darüber sollten wir sprechen und nicht über die Bestrafungs- und Verbotsfantasien von einigen Leuten, die völlig neben der Spur sind, nach meiner Auffassung. Also man muss die Dinge leider klar so benennen. Aber kommen wir zu den Märkten, meine Damen und Herren. Heute Abend die Zahlen von Gesichtsbuch ab 22.05 Uhr. Wir werden bei Finanzmarktwelt darüber berichten. Morgen dann Microsoft, Alphabet. Dann kommen am Donnerstag Apple und Amazon. Also da wird einiges los sein. Facebook heute die Aktie zunächst mal unter Druck, konnte sich dann aber ein bisschen erholen. Wir sehen hier mal die Bedeutung dieser großen Tech-Konzerne, nämlich Facebook, Tesla, Amazon, Google, Microsoft und Apple. Die machen etwa 45% des gesamten Nasdaq 100 aus und machen etwa ein Viertel des S&P 500 aus. Also da geht es um was, da wird richtig was bewegt. Und einer dieser großen ist Tesla, heute ein neues Rekordhoch, weil man einen riesigen Auftrag bekommen hat von Hertz, dem insolventen Autovermieter. Nein, der ist jetzt raus aus der Insolvenz, hat 100.000 Autos bestellt und will dann eine Ladeinfrastruktur errichten. Also möglicherweise hat hier Tesla die Autos da selber irgendwie bezahlt oder gibt es da Leasingverträge? Wie sollen die das überhaupt stemmen können, frage ich mich. Hertz, wie gesagt, die sind seit Juni 2021 aus der Insolvenz erstmal raus. Aber gut, jedenfalls ist Tesla 60 Milliarden Dollar mehr wert geworden heute. Das entspricht der Marktkapitalisierung von Ford. Na gut, kann man machen. Und schauen wir uns hier mal ein bisschen auch hier die Relation an. Tesla hat einen Umsatz bisher von 47 Milliarden Dollar, Facebook, die heute berichten werden, 105. Tesla ist eben jetzt Nummer 5, hat Facebook auf Nummer 6 verdrängt. Tesla hat ein Net Income, also praktisch ein Gewinn von 3,4 Milliarden Dollar, Facebook von 39 Milliarden Dollar. Aber Expectations are everything in markets, Erwartungen sind alles in Märkten. Wir kommen jetzt praktisch vom Hochpunkt der Blackout Period, also einer Periode, wo die Unternehmen die eigenen Aktien nicht kaufen können. Das wird jetzt immer weniger und das, meine Damen und Herren, ist extrem bullish. Ich kann es nicht anders sagen. Und wir sehen jetzt die Situation, wie Peter Garnry von der Saxo Bank sie beschreibt. Wir haben jetzt die steilste Kurve beim VIX seit 6 Jahren. Wir haben eine Energiekrise in Europa. Wir haben absolute Lieferkettenprobleme. Wir haben jetzt Corona wieder in China, sodass ganze Provinzen wieder lahmgelegt werden oder zumindest drastisch eingeschränkt werden. Wir haben steigende Rohstoffpreise. Heute Bloomberg Commodity Index neues Hoch. Wir haben steigende Inflation, aber die Aktienmärkte sind auf einem Allzeithoch. Ja, das ist verdient. Und wir sehen hier, was Herr Jobia erwähnt, und das ist ein interessanter Punkt, die Ratio zwischen dem VIX, also der Wohler Erwartung, die eingepreist ist, die impliziten Volatilitäten, die in Optionen auf den S&P 500 oder auf S&P 500 Aktien in den nächsten 30 Tagen eingepreist sind, in Relation zum VXV. Das ist dasselbe, nur nicht 30 Tage, sondern 90 Tage. Und normalerweise ist diese eingepreiste implizite Volatilität in den Optionen, also wie wird der Markt schwanken, wie groß ist die Schwankung, bei diesem VXV immer größer, weil er eben einen Zeitraum von 90 Tagen abdeckt, während der VIX nur einen Zeitraum von 30 Tagen abdeckt. Und in 90 Tagen, dass da irgendwie größere Schwankungen passiert als in den nächsten 30 Tagen, klar, weil es ist ein schlecht längerer Zeitraum, steht der VXV normalerweise höher als der VIX. Aber jetzt steht der VIX so tief wie selten.
Und das ist ein Zeichen, dass möglicherweise bald jemand durchaus Bedarf haben wird, sich hier Near-Term Protection auch zu kaufen, also sich abzusichern, sein Portfolio abzusichern. Wir sehen daran, dass der Markt sehr sorglos ist. Wir sehen derzeit den Fear and Greed Index wieder raufgehen. Wir hatten zwischenzeitlich durchaus Angst, da war so ein bisschen, wo soll das alles enden? Jetzt ist man wieder total selbstsicher und sagt, was soll da passieren? Interessanterweise in China etwa weitet die Grundsteuer aus. Anderes Thema, meine Damen und Herren. Sie sehen, ich springe ein bisschen, aber das muss ich, weil ich möchte einiges berichten. In China jedenfalls so, die Commerzbank, ist es durch die Einführung der Grundsteuer auf Immobilien, auf bestimmte Immobilien muss man dazu sagen, so offensichtlich will die Regierung den Immobilienmarkt vorerst nicht stützen, sondern nimmt bei der Verfolgung ihrer Strategie des gemeinsamen Wohlstands, Common Prosperity, ja das Motto von Xi Jinping, sogar eine weitere Verschlechterung der Situation in Kauf. Hups, und hier unten sehen wir mal die zurückgehenden Verkäufe von Wohnungen in China. Hier noch eine Meldung, Mastercard wird jetzt jeder Bank oder jedem Handelspartner erlauben, dass man Krypto-Services anbietet. Das war natürlich eine gute Nachricht für die Krypto-Freunde. Das hat hier Auftrieb gegeben für Bitcoin und Co. Und abschließend, meine Damen und Herren, bevor ich Sie in den wohlverdienten Feierabend in einem völlig irren Land entlasse, noch ein Hinweis auf Hans-Werner Sinn, ehemaliger IFO-Chef. Der sagt, wir haben keine Bremse mehr für Inflation. Er sieht dunkle Wolken für die deutsche Wirtschaft. Das werde ich Ihnen unter dem Video verlinken, angucken. Der Hans-Werner, Captain Ahab, ist immer wirklich sehr interessant. Und zweitens, Facebook ab 22:05 Uhr, meine Damen und Herren. So, und jetzt Feierabend machen. Servus, ciao.